Für Emre, der Lion Junior Çukur, Alexander, the Great Rigas, Yusuf, der Prinz Sultanoglu und ihre Teamgefährten beginnt das Boxjahr vor großem Publikum. In der dritten Leos Boxnacht präsentieren sich die Kämpfer live, sowohl im Internet als auch bei München TV. Immer wieder eine Ehre, hier zu Hause zu boxen, vor heimischem Publikum zu boxen. Ich habe auf vielen großen Bühnen geboxt, aber ich sag mal, das ist einfach hier die Höhle des Löwen. Ich freue mich, daheim boxen zu können mit dem ganzen Publikum, das ich mitnehme. Ja, es ist eine kleine Last, weil ich habe diesmal einen schweren Gegner. Und ich will meine Strähne natürlich weiterverfolgen und mein 50. K.O. am 10.2. hier machen. Den Hauptkampf wird der in 8 Profiduellen siegreiche Emre, der Lion Junior Çukur, austragen. Die Veranstaltung am 10. Februar ist eine Kombination. Wir werden 5 Amateurkämpfe machen und 10 Profikämpfe machen. Von den 10 Profikämpfen habe ich 4 Gastboxer da, unter anderem natürlich der Olympiateilnehmer, aber auch der Bronzemedaillengewinner Harutunjan. Die Vorbereitung auf die Boxnacht im Februar läuft längst. Die Gegner sind analysiert und die Kämpfer haben ihre persönlichen Ziele abgesteckt. Letztendlich macht den Hauptkampf der Emre, wo er dann sich beweisen muss, in der Rangliste nach oben zu kommen, weil wir dieses Jahr mit ihm vieles vorhaben. Aber auch natürlich mit einem Yusuf Sultanoglu haben wir vieles vor, weil er jung ist und weil wir dieses Jahr höchstwahrscheinlich auch um die Juniorenweltmeisterschaft boxen wollen. Und dann ist auch Alexander Rigas im Boot, wo dieses Jahr hundertprozentig um die deutsche Meisterschaft boxen wird. Das ist ein riesen Ausrufezeichen, wie bei Anthony Joshua, der alle seine Kämpfe vorzeitig beendet hat, damit meine Gegner wissen, mit wem sie zu tun haben. Ich will erstmal dieses Jahr richtig Fuß fassen in der Weltrangliste und mir gewisse Punkte holen, auch internationale, namentliche Boxer boxen. Für die Boxer des Leos Box Gym soll 2018 ein großes Karrierejahr werden. Längst gibt es Pläne für weitere Kämpfe und Titelherausforderungen. Planungen haben wir, ja. Wir boxen gleich 3 Wochen danach in Köln am 3.3. Das wird höchstwahrscheinlich ein WBC-Titel sein. Weil das mich in meiner Karriere sehr weit nach vorne bringen würde. Dann könnte ich mich nochmal in der Weltrangliste sehr weit oben positionieren und um noch größere Kämpfe zu bestreiten. Der Auftakt ins Jahr ist die Leos Box Nacht 3. Der Hauptkampf und die Höhepunkte des Kampfabends sind live bei München TV zu sehen.